Hallo, meine Lieben. Ja, jetzt mal ehrlich. Geht's nicht jedem von uns so, dass wir so einen Tag haben? Auf dem Sofa, am besten einen schönen Film gucken und nichts tun? Füße hoch und ein bisschen Entspannung. Ja, und wenn wir schon dabei sind, dann können wir auch noch was für uns tun. Und was? Das erzähle ich euch jetzt. Und zwar möchte ich heute einen Tipp geben für die Fingernägel. Ihr wisst ja, dass ich Kunstnägel hatte, besonders für die Videos. Ja, und dadurch sind die ganz schön kaputt gegangen und in Mitleidenschaft gezogen worden. Vor allem sind sie sehr weich und brechen schnell ab und reißen schnell ein. Und genau dafür gibt es ein Hausmittel, das ich euch heute zeigen möchte. An Zutaten brauchen wir 2 Knoblauchzehen, ein bisschen Honig und ein gutes Olivenöl. Ja, und mehr braucht ihr auch schon nicht. Und dann nehmen wir uns das Messer und befreien die Knoblauch noch von seiner Schale. Ich mache das Ganze wieder am Thermomix. Ihr könnt natürlich auch den Knoblauch ganz fein auspressen einfach mit so einer Knoblauchpresse. Und dann eben die anderen Zutaten dazu und schön vermischen. Ich mache es jetzt mit dem Thermomix. Ich schmeiße meine Knoblauch in den Mixtopf. Und dann tippe ich wieder auf meine Waage. Gebe etwa 20 Gramm Olivenöl dazu. So. Dann einmal die Tara-Taste. Den Honig. Und davon nehme ich 5 Gramm. Geschafft. Dann setze ich mir den Deckel auf, schließe meine Waage und werde das Ganze für 5 Sekunden auf Stufe 5 zerkleinern. Das Ganze schaut jetzt so aus und da hier ein bisschen nach oben gespritzt ist, werde ich jetzt das alles nach unten schieben. Und anschließend stelle ich meine Zeit auf 30 Sekunden und werde wieder auf Stufe 10 alles pürieren. So, jetzt schnappe ich mir so eine Glasschüssel hier und nehme den Inhalt aus dem Thermomix und streiche mir das hier alles schon mal ein bisschen runter mit dem Spatel. Ja, und dann beim Thermomix immer gegen das Messer arbeiten. Also hier vorne habt ihr die scharfen Kanten und ich setze immer hinten an und gehe in die Richtung, damit es mir den Spatel nicht so dolle kaputt schneidet. Und dann kommt das Ganze hier in meine Schüssel. So, versuche das natürlich gut auszukratzen hier. Zack. So. Ja, wie gesagt, immer hinten an den Messern. Und dann in die Schüssel. So. Das haben wir geschafft. So, und weil wir gerade dabei sind, möchte ich euch mal einen Trick zeigen. Und zwar habe ich jetzt hier ein bisschen warmes Wasser in den Thermomix gemacht. Jetzt nehme ich hier einen Tropfen von meinem Spüli, setze den Thermomix auf, Deckel und Messbecher rein. Und die Uhr lasse ich jetzt einfach mal weg und drehe das Ganze auf Stufe 10 und mache das nur für so ein paar Sekunden, bis hier oben Schaum zu sehen ist. Thank you.
etwa 10 Sekunden reichen schon hin. So, und dann nehme ich den Mixtopf, so wie er ist, geschlossen und bringe ihn zu meiner Spüle. Und hier nehme ich dann erst den Deckel ab, dann kleckere ich nämlich in der Küche nichts voll. Und jetzt nehme ich einfach ein bisschen warmes Wasser. Und da gibt es von vorweg direkt diese Bürsten, die man sich kaufen kann bei seiner Repräsentantin. Und da kann man super gut überall mit in die Ecken gehen. Und dann spüle ich mir das einfach einmal ab hier. Den spüle ich nur so ab. Den kippe ich einmal aus und mache ein bisschen mehr Wasser rein. Und dann gehe ich mit der Bürste wirklich hier einmal überall drumherum. So. Schwenkt das Ganze nochmal und fertig, sauber ist der Thermomix. Und ja, so funktioniert das, egal was ihr macht. Mit den 10 Sekunden löst ihr erstmal euren Dreck vom Thermomix und anschließend geht ihr mit der Bürste einmal kurz durch und schon habt ihr das Ganze wieder sauber. Ja, und dann lasst ihn einfach trocknen oder wenn ihr ihn direkt braucht, dann trocknet ihr ihn eben direkt ab und schon ist er wieder einsatzbereit. Okay, meine Lieben, wenn ihr das Ganze jetzt als Geschenk verpacken wollt, dann nehmt ihr euch ein Schraubglas oder so ein Gläschen hier oder es könnte auch ein Fläschchen sein, das ist überhaupt kein Problem. Nehmt euch einen Behälter eurer Wahl, dann nehmt ihr euch eure Tinktur und füllt sie in euer Gläschen und dann füllt ihr das Ganze bitte noch mit ein bisschen Olivenöl auf, damit sich das Ganze auch ein bisschen länger hält. Ja, meine Lieben, und so ist dann eure Paste fertig und ihr könnt sie für eure Finger verwenden oder eben, wie gesagt, als Geschenk verpacken und verschenken. So, und nachdem wir jetzt unsere Tinktur fertig gemacht haben, nehmen wir einfach nur unsere Finger und packen die schön hier rein. Und ja, natürlich stinken die Finger später nach Knoblauch, aber das kann man ja ändern, indem man sie wischt. Und so lasst ihr eure Finger jetzt etwa 10 Minuten in diesem Bad. Nach den 10 Minuten nehmt ihr eure Finger hinaus. Am besten legt ihr euch schon ein Feuchttuch oder irgendetwas bereit, wo ihr die Finger ein bisschen mit abwischen könnt. Und dann wird gewaschen mit Seife und das war's dann auch schon. Ja, und wenn man das regelmäßig macht, dann werden die Fingernägel tatsächlich fester und durch das Öl und durch den Honig werden die Finger auch schön weich. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, euch hat dieses Video ein bisschen gefallen und ihr hattet Freude daran. Und ich wünsche euch gesunde Fingernägel und einen schönen Tag. Tschüss!